Hallo Leute, heute in Elektrotechnik 5 Minuten, Teil 4 dieser Emitter-Aufgabe. Ja, hochinteressante Aufgabe. Und zwar, ersten Teil haben wir uns hier mit dem IC beschäftigt. IC von der Ausgangsmasche, zweite Aufgabe Steigung von der GAC, von der Gleichstromarbeitsgeraden. Dritte Aufgabe, der dritte Teil war IC am Arbeitspunkt, IB am Arbeitspunkt und das Wetter zu berechnen. Und jetzt hier in dem Teil 4 geht es um R1 und R2, also den Basisvorspannungsteiler zu dimensionieren. Und zwar habe ich hier ein paar Vorgaben, und zwar R1 plus R2 sollen zusammen 9 Kilo Ohm ergeben. Und ich habe hier ein UBE, das ist diese Spannung hier, das ist mein UBE, und zwar dieses UBE soll 0,6 Volt sein. Das ist hier meine Vorgabe, die ich hier so habe. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen spekulieren, wie kann ich mir jetzt hier sowas zusammenreimen. Ja, also das Erste, was ich hier schon mal mache, ist, ich sage, okay, ich weiß, der plus der Widerstand teilen ja diese 12 Volt hier auf. Und ich habe wiederum hier eine Vorgabe, und zwar hier drin habe ich wieder eine Masche. Und ich weiß auch nicht, wie ich es mache, aber ich schreibe jetzt zuerst mal alle Sachen raus, die ich mir berechnen kann, und dann macht es meistens Klack, und dann weiß man nämlich, in welche Richtung das jetzt hinmarschiert. Also, welche Information habe ich? Also, R1 und R2 teilen die Spannung 12 Volt. Also, klassischer Spannungsteiler. Wie geht ein Spannungsteiler? U Teil durch U Gesamt ist R Teil durch R Gesamt. Ja, nichts Neues. So, U-Teil soll jetzt hier die Spannung sein über den 2-Ohm-Widerstand. Also, U2 ist gleich. U-Gesamt auf die andere Seite, hier U-Gesamt, Spannung ist das hier streng. So, Teilwiderstand ist hier R2 durch R-Gesamt. R-Gesamt ist R1 plus R2 mal U-Gesamt. Okay? So, jetzt kann ich hier noch schön ein paar Werte einsetzen. Da habe ich U2 ist dann R2 durch 9 Kiloohm mal 12 Volt. Das ist jetzt hier schon mal meine erste Bedingung, die ich habe. Okay? Passt. So, was kann ich mir jetzt noch rausrennen? Ich kann mir noch rausrennen, wie groß der Strom hier durch ist. Den Strom, den kann ich mir noch berechnen. In I2. Und zwar, wieder Annahme, der IB, der hier rüber fließt, ist so klein, dass man ihn hier vernachlässigen kann. Also das ist wieder eine Annahme. Der IB, der ist null. Also den kann man hier wirklich sagen, der ist ja vernachlässigbar. Also, dann kann ich sagen, okay, der I2, der fließt ja hier durch und hier unten durch. Also der wäre hier 12 Volt geteilt durch 9 Kilo Ohm. Und folglich komme ich dann auf 12 Volt durch 9 Kilo Ohm. 12 geteilt durch 9000 komme ich hier auf einen Strom von 1,3 Milliampere. Ja, 1,3 Milliampere. So, dann habe ich jetzt das schon mal. So, was kann ich jetzt noch alles mir berechnen? Ja, ich weiß ja den IC am Arbeitspunkt. IC am Arbeitspunkt haben wir gehabt. Der ist aus der vorherigen Aufgabe, kann ich mir den noch erschließen. Der war die 26 Milliampere. Okay, cool. Wenn ich den weiß, dann kann ich mir hier den Strom, sozusagen den UE, kann ich mir dann auch schon ausrechnen. Ja, den UE, der ist ja 25 Ohm mal hier die 26 Milliampere. Und das ergibt mir dann 25 mal 0,026. Das ergibt mir 0,65 Volt. Ja, Leute, jetzt wird spannend. So, jetzt weiß ich, die 0,65 Volt sind die Spannung, die ich anlege. Ich weiß UB, ich mache es kurz,
Ich mache hier gleich noch eine Masche, und zwar U2. Die Spannung hier U2 setzt ja zusammen aus UBE plus UE. UE weiß ich, das ist das. UBE weiß ich aus, also kann ich U2 berechnen. Also folgt, U2 ist dann 0,6 Volt plus 0,65 Volt ist es noch drauf, ist gerade noch drauf, 1,25 Volt. Das ist U2. Haha, Leute, und jetzt kann ich U2, jetzt gehe ich hier oben rauf wieder, was wir vorher schon ausgerechnet haben. So, jetzt kann ich sagen, okay, hey, 1,25 Volt ist gleich R2 durch 9 Kilo Ohm mal 12 Volt. Ja, cool. Also jetzt hier alles umstellen. R2 ist dann 1,25 Volt mal 9 Kilo Ohm durch 12 Volt. So, jetzt muss ich hier noch ausrechnen. 1,2 mal 9000 geteilt durch 12 ergibt einen Widerstand R2 von 900. Ja, 37,5. Ach komm, jetzt runden wir hier mal richtig grob. Machen wir hier 940 draus. 940 Ohm. Bedeutet im Umkehrschluss, 9000 minus 940 macht für R1 8600 Ohm. Und et voilà. Ich habe hier meine beiden Widerstände definiert. Tja, so einfach geht das. Am Anfang, man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber dann geht es recht zackig. Man erarbeitet sich immer mehr Informationen und irgendwann hat man es dann heraus. Gut, in diesem Sinne, sagen wir, danke für die Aufmerksamkeit. Falls euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben könnt ihr noch abonnieren. Hier geht es zu einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Und es gibt ja noch einen Teil 5 dann übrigens bei der Aufgabe. Also dranbleiben. Und wer die vorherigen Teile nicht gesehen hat, also die Teile kommen alle in die Playlist. Dran, der Schaltungstechnik, Transistor. Wichtig, reingucken.